Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Just Sound Car, Hi-Fi. Und diesmal möchte ich euch die flachen Woofer von Pioneer vorstellen, aus der TSSW-Reihe. Und was es dazu alles zu erzählen gibt und zu zeigen gibt, das seht ihr jetzt hier in dem Video. Also viel Spaß dabei. Also die TSSW-Serie von Pioneer gibt es in drei Größen. Einmal ein 20er, ein 25er und ein 30er Woofer. Und die zeige ich euch jetzt dann auch nachher nochmal in der Nahaufnahme. Und fangen wir mal hier mit dem 20er an. Der hat einen abnehmbaren Ring, das haben die anderen nicht. Dann hat er extrem viele Schraublöcher, je nach Einbausituation und Kombination bzw. wo ihr den verbauen wollt. Er hat eine Pull-Cam-Bohrung für eine Belüftung, da übrigens die Faustformel, das gilt dann auch für die anderen beiden. Der Durchmesser von der Pull-Cam-Bohrung sollte der Abstand, der Mindestabstand zur Rückseite des Gehäuses haben, dass er im Prinzip noch genug Luft ziehen kann für die Belüftung. Dann haben wir hier Push-Terminals, das heißt, ihr könnt euer Kabel direkt einstecken. Das funktioniert also auch sehr gut, sitzt bombenfest. Die Daten zu dem Woofer, hier haben wir einen D2, das ist dann der 2002, also der 200 mm im Durchmesser hat der Woofer und der hat eine Belastbarkeit von 150 Watt RMS. 600 Watt Maximalbelastbarkeit und das Besondere, nicht nur hier auf der Seite hat er zwei Anschlüsse, sondern hier auf der Seite auch. Das ist also eine Doppel-2-Ohm-Schwingspule, das könnt ihr dann zusammenschalten auf einmal 4 Ohm, wenn ihr das Ganze in Reihe schaltet, oder auf einmal 1 Ohm, brauchen wir wahrscheinlich weniger, außer ihr verbaut mehrere von dem, wenn ihr die beiden Schwingspulen parallel schaltet. Wir haben einen Lochdurchmesser von 179 mm und wir haben eine Einbautiefe von gerade mal 67 mm. Das Gehäuse für den 20er hier gibt Pioneer an in der geschlossenen Variante mit ungefähr 15 Liter Volumen und dann gibt es auch noch zwei Bassreflex-Varianten, die haben 12 bis 14 Liter Volumen und eine Bassreflexöffnung von 8 cm bzw. 76 mm, um genau zu sein, und einer Länge je nach Geschmack und Abstimmung von 17 bis 25 mm. Nicht Millimeter, sondern Zentimeter. Das Ganze findet ihr auch nochmal hier auf der Verpackung, auf der Rückseite. Da sind nochmal hier die einzelnen Gehäusevarianten angegeben. Das bekommt ihr sowieso mit. Dabei ist ansonsten noch eine Bedienungsanleitung. Da stehen auch nochmal alle Daten drin. Und ein Dichtband habt ihr noch dabei und einen Satzschrauben. Kommen wir zum 25er. Ich meine, im Endeffekt sehen die sich alle jetzt natürlich sehr ähnlich. Das hier ist allerdings jetzt eine Single-Schwingspule. Das heißt, wir haben hier einmal die Push-Terminals hier für die 4 Ohm Schwingspule, wie gesagt. Und wir haben auf der anderen Seite hier keinen mehr. Wir haben auch die Pull-Cam-Bohrung hier bei diesem Woofer. Und hier dieser Ring ist... ja, leider nicht abnehmbar, beziehungsweise doch, der ist abnehmbar, sitzt aber so bombenfest, dass ich ihn bisher noch gar nicht abbekommen habe. Die Daten zu dem 25er, wie gesagt, Single 4 Ohm, eine Belastbarkeit von 300 Watt Dauerleistung, beziehungsweise Pioneer gibt hier an, eine Kurzzeitbelastung von 1200 Watt maximal. Der Lochausschnitt hier sind 249 mm und wir haben eine Einbautiefe von 78 mm. Das geschlossene Gehäuse hier sollte ungefähr 17 Liter groß sein und das Bassreflexgehäuse, auch da gibt es wieder zwei Varianten mit einer Minimum-Maximum-Angabe des Volumens. Da liegen wir bei 17 bis 20 Liter, also eine relativ schmale Range, auch wieder ein 76 mm Port und der sollte ungefähr 12 bis 30 cm lang sein. Das wird natürlich schwierig, dann in so einem kleinen Gehäuse so einen langen Port unterzubekommen. Der 30er, auch das hier, also dann der TSSW 3002S4, auch hier wieder einmal 4 Ohm als Schwingspule, auch hier haben wir wieder eine Pull-Cam-Bohrung, die ist natürlich ein bisschen größer ausgelegt bei dem 30 cm Woofer und hier haben wir eine Belastbarkeitsangabe von 400 Watt Dauerleistung bzw. 1500 Watt in der Kurzzeitbelastung, also Maximalbelastbarkeit. Einbauöffnung 298 mm und die Einbautiefe hier beträgt 86 mm, also auch sehr, sehr flach. Auch da wieder aber rechnet dann nochmal den Durchmesser der Pull-Cam-Bohrung nach hinten dazu, also das sollte man eigentlich zur Einbautiefe noch mit dazu addieren. Geschlossenes Gehäuse 23 Liter und Bassreflexgehäuse ja, 20 bis 30 Liter ungefähr, auch da wieder 76 mm Port. Und der sollte ungefähr 12 bis 25 cm lang sein.
Und da müsst ihr übrigens bedenken, der Port und auch die Volumenverdrängung von dem Woofer, also von dem Magnet und dem ganzen Konstrukt hier hinten dran, das Volumen müsst ihr abziehen von der Gehäuseempfehlung. Das heißt, mal angenommen 20 Liter ist das Volumen, die Volumenangabe von Pioneer, und dann müsst ihr ungefähr, was würde ich hier sagen, bei dem hier ungefähr 1,5 Liter, vielleicht 1 Liter ungefähr noch dazu rechnen, die der Woofer verdrängt. Und der Port, je nachdem wie lang er ist und Durchmesser, welchen Durchmesser er hat, das Volumen, was der Port einnimmt, müsst ihr auch noch zum Gehäuse dazu addieren, weil das ist ein reines Nettovolumen. Das heißt, ohne Port, also die Portfläche bzw. das Portvolumen zählt da nicht mehr dazu. Und wie gesagt, die Woofer-Verdrängung, also der Korb, Magnet und so weiter, zählt auch nicht dazu. Ja, auch hier bei den anderen Woofern haben wir auf der Rückseite der Verpackung dann die Gehäuseangaben nochmal und die Angaben zu den Maßen nochmal genau, also auch Lochabstand und so weiter. Findet ihr aber auch alles bei uns auf der Seite, auf justsound.de natürlich, klar, wie könnte es anders sein. Wir haben euch die 3 Woofer hier in der Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr also auch dann direkt drauf gehen und die aktuellen Tagespreise abchecken. Und ansonsten zeige ich euch hier die Woofer nochmal in der Detail-Nahaufnahme. Da seht ihr nochmal alle Details zu dem Woofer, zur Schwingspule, zur Zentrierspinne. Die kann man hier natürlich extrem schlecht sehen. Wir zoomen jetzt gerade mal ran. Der Abstand ist hier schon extrem gering. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß noch mit den Bildern. Wenn ihr Fragen zu dem Woofer habt, schreibt sie hier entweder in die Kommentare rein oder einfach als E-Mail an support@justsound.de. Wir melden uns dann sofort bei euch, und bis dahin alles Gute und ciao.